Hier spricht Ustra und hier ist eine weitere Folge Technomage und wir sind hier irgendwie in der Eisebene, was auch immer, gelandet und wir sind noch angekratzt vom letzten Mal. Ich denke, wir sprechen das mit Metallus. Reden vertun. Lass uns besser etwas zur Rettung von Gutos tun. Der Turm wartet auf uns. Gut, dann gehen wir zum Turm. Du bleibst hier im Schnee stehen. Ich gehe dann mal. Auf Wiedersehen. Wenn sie schon rein, kann ich das auch. Wir müssen über diese Schnee. Oder wie war das? Sehr stabil sieht sie nicht gerade aus. Was meinst du? Ich finde, du solltest vorangehen. Das ist die richtige Entscheidung. Bring dich selber nicht in Gefahr. Komm rüber, das klappt schon. Was war das? Ich sollte besser machen, dass ich hinterherkomme. Solltest du. Du wirst mit rennen. Talis, nein, nicht! Auweia, Talis? Kannst du mich hören? Hast du dir wehgetan? Ich werde dir helfen. Ich komme. Irgendwie komme ich schon zu dir runter. Mach dir keine Sorgen. Probleme. Treten immer erst dann auf, wenn man nicht alleine ist, Melvin. Obwohl das natürlich gemein ist zu sagen, aber irgendwie ist es auch so. Dir wäre das nie aufgefallen. Aber dir wäre das nicht passiert. Du wärst ja rübergekommen. Schneemänner. Oh, hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Keine Schneeballschlachten. Nett ist hier auf jeden Fall auf. Kann mir denn niemand helfen? Haut ab, ihr fiesen Monster! Lass mich! Hallo? Warum bist du so groß und nicht so klein? Das hört sich nach einer Aufgabe für mich an. Ich sollte ihm schnell helfen. Ja. Da müssen wir irgendwie darüber kommen. Ich weiß nicht wie. Melvin, lass dir was einfallen. Du musst doch irgendwie hochkommen. Ah! Das verlässt mich nie. Okay. Hi. Hey, du bist stark. Das war doch schon mal was. Hi, wer bist du denn? Ich danke euch vielmals, mein Retter. Da haben diese fiesen Kreaturen doch wahrhaftig versucht, mich zu töten. Entschuldigung übrigens, wenn ich vorhin ein wenig komisch war. Ich heiße Bullyforth. Und wie heißt ihr? Ich heiße Melvin und wollte gerade versuchen, in den Turm dort drüben zu gelangen. Ich habe versucht, in den Turm, den Hort des Wissens aller alten Kulturen zu gelangen. Aber just dann griffen mich diese gemeinen Schneemonster an. Ja, warum erkunden wir den Turm denn nicht gemeinsam? Oh nein, ich habe vorerst genug Abenteuerliches erlebt. Und vor den Monstern habe ich auch genug. Ich mache mich lieber auf den Weg nach Hause, wo ich auch schön brav bleiben werde. Falls du wirklich in den Turm willst, dann nimm diesen Schlüssel an dich. Ich habe ihn hier draußen gefunden. Er mag dir vielleicht irgendwo da drinnen nützlich sein. Und da du mir mein Leben gerettet hast, nimm auch noch das hier. Es ist Merlins Cape und es schützt dich vor allem vor Zauberattacken. Ich kann mir vorstellen, dass es da drinnen genug unfreundliche Geister gibt. So ist Dankeschön. Die Zeit, denn reif auf Wiedersehen zu sagen. Wiedersehen. Gut. Dankeschön, fremder Mann, den ich nicht kenne, dass du mir so mächtige Sachen gibst. Kann mich nicht beklagen. Wir gehen auf jeden Fall in Stärke und ein bisschen in Mystik. Können wir mal, kann nicht schaden. So, wo ist jetzt die Talis? Die muss doch auch hier sein. Oh, da komme ich nicht weiter. Fragen über Fragen. Und natürlich, wie so oft hier bei Technomage, keine Antworten. Gar keine Antwort, natürlich. Geht's irgendwo lang? Ach ja, ich hab mich schon darauf gewartet, dass er irgendwo auftaucht. Keine Schneeballschlachten, okay? Nein, Schneemann. Keine Schlachten. Keine Schlachten. Okay, dankeschön. Sind immer nur so Zweigstellen sozusagen hier, irgendwelche Abzweigungen, wo dann auf einmal Monsterhorden auf mich warten, aber nichts Interessantes. Wie ich nach meiner süßen, liebreizenden Talis zurückkehren kann. Hallo, es ist kalt hier. Warum liegen hier Sachen rum mitten im Schneegebiet? 100 von Millionen Jahren in Einsamkeit verbracht. Geht's einfach jetzt zum Turm oder was?
Das sah jetzt so noch. Das hier sah nach Weg aus. Nach gutem Weg. Oh. Na, das hier sieht auch nach gutem Weg aus. Auf mich zu hauen. Will nichts kaufen. Na, das ist wirklich der Turm. Oh. Wir gehen mal rein. Okay, wir sind jetzt im Turm. Ich weiß zwar nicht, warum ich meinen Timer nicht gestellt habe. Feuer- und Wasserpfeile. Mit dieser Munition kann ich meinen Bogen vielseitiger einsetzen. Jetzt könnte ich sogar etwas in Brand schießen und es gleich hinterher wieder löschen. Aber das wäre ja geil. Eher Erdtroll-Logik. Endlich! Ja, ich hab's geschafft, in den Hort des Wissens zu gelangen. Hier finde ich hoffentlich bald etwas, um Thalis zu retten. Sie muss schon halb erfroren sein. Mal sehen, was mich hier sonst noch so erwartet. Beeindruckend sind diese Gemäuer ja schon. Okay. Auf jeden Fall geiler Boden. Spiegel, Blitze, Blankpol... Was bist du? Aua! Was bist du, ein Gargoyle? Nee, Gargoyles sehen anders aus. Riesige Fledermausviecher, die mir am Popo nagen. Okay. Boah, des Wissens also. Aua. Verdammt. Ha. Starte von irgendwelchen Typen. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall haben die diese Kapuzen auf. Die erinnern uns auch an jemanden. Und zwar an die kleinen Kapuzenträger, die wir in den Visionen gesehen haben. Was gibt's denn hier sonst noch so Interessantes? Ein Schlüssel. Auf diesem Tisch ein Kupferschlüssel. Komm. Gib auf. Zu den Treppen. Okay. Treppen hört sich gut an. Gut für die Wadenmuskulatur. Okay, ich sehe, was hier läuft. Ich sehe, was hier läuft. Hey, geh mal weg mit deiner Laterne. Da komme ich nicht ran. Es gibt eine andere Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Treppe. Das sieht einladend aus, auf jeden Fall. Konferenzräume. So sehen Konferenzräume also aus, mit so einem Totenschädel da. Okay. Wollen wir mal nicht jammern. Die Gänge sind so einfach halt, da. Irgendwas stimmt hier nicht. Speichern. Hier wohnt noch einer. Habe ich da gerade eine Stimme gehört? Dagoma? Ich muss mich beeilen. Vielleicht doch nicht einer von der netten Sorte. Wer war das? Kam mir irgendwie bekannt vor. Melvin, das stimmt doch da. Mann, lies doch mal die Untertitel. Was ist denn los? Auf jeden Fall mysteriös hier, was hier passiert. Hallo. Kann man irgendwie drauf. Da sind auf jeden Fall Sachen drauf. Lesen kann ich nicht. Also hier nicht. Oh, der Tisch ist gedeckt. Sehr gut. Hier ist aber auch nichts Interessantes. Da ist ein Lagerraum. Da ist es auch ein Raum mit einem größeren Tisch. Map. Sonst ist hier nichts. Dann versuchen wir mal in die großen Räume zu kommen. Vielleicht wird das ja was. Hallo? Oh, geht sogar auf. Was ist das denn? Belladonna. Das scheint eine Blume zu sein. Der große Drache Arkan hat seine Geschwister gebeten, uns in der bevorstehenden großen Schlacht gegen die bösen Kreaturen beizustehen. Jarkan und Jorkan werden hoffentlich bald am Turm eintreffen. Drachen? Morgengrauen, siebten Tag Krieges könnten wir... Blablabla. Ein Verräter unter uns. Wer in aller Welt wird der Verräter sein? Vielleicht jemand, den wir kennen? Vielleicht jemanden, der denkt, er ist unser Mentor? Oh. Du warst nicht eingeladen zu der Party. Sorry. Tja. Wir haben auf jeden Fall noch viel zu tun hier. So wie es scheint. Aber das macht ja nichts. Dafür sind wir ja auch hier. Was wohl die Geheimnisse sind,
die wir alle entschlüsseln werden. Nein. Verdammt. Ich nehme mal da hinten rum. Vielleicht kann ich auf die andere Seite. Das wäre natürlich auch schön. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich weiß nicht, ob er die Tür abgeschlossen hat, wo er drin war. Keine Ahnung. Geh mal rein. Es gibt einen anderen Weg, diese Tür zu öffnen. Okay. Er ist dann hier lang gegangen. Da hinten gibt es auch nicht mehr ganz so viel. Ich hoffe einfach, dass ich nicht zu früh wieder irgendwo hingelaufen bin. Da oben gibt es Bücherstände. Okay. Was hast du denn für eine Waffe? Pfeile, Brandpfeile. Ja gut, ich beende das Ganze hier an dieser Stelle, weil es mich gerade reizüberflutet, hier diese ganze Halle. Dieser Turm des Wissens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sage euch schon mal, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, schaut auf meinem Kanal. Du auch. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es dann mehr von mir. Sonst... Ja, ich habe alles schon gesagt. Ciao.